Wie komme ich da jetzt rein? Oh Gott, da ist ein Gegner. Oh nein, Flammenwerfer. Oh shit. Hey Leute, willkommen zurück zu Battlefield 5. Und wir fangen jetzt an mit der Kriegsgeschichte unter keiner Flagge in Nordafrika im Jahre 1942. 1942 Geertz, einer der ersten Freiwilligen der neuen gebildeten Special Boat Section, in einem Paddelboot 750 Kilometer hinter den feindlichen Linien an Land. Setze Sprengsätze, schmutzige Tricks und schwarzen Humor gegen die deutsche Luftwaffe ein. Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troubles on your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Do you like the fucking seaside? Teams of two, move! Oi! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving! Mensch, kotz doch nicht alles voll, mein Junge. Wir sollen jetzt Mason folgen. Dann tun wir das mal. Yeah. I modified them a bit and all.
Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wir haben 100 Schuss dabei und 3 Granaten. Cool. Das müsste erstmal für den Anfang reichen, hoffe ich mal. Flugzeuge in die Luft jagen. Das kann ja spaßig werden. Los, komm hoch. Jawohl. Ich komm schon nach, keine Sorge. Du brauchst nicht nach hinten gucken. So schnell hau ich nicht ab. Gut, dann kriechen wir hier mal durch. Zum Glück läuft hier Wasser durch. Aber das macht's auch gerade nicht besser. So, wieder hoch. Und weiter geht's. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Yoo-hoo. Move it. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. Dann gucken wir mal. Got some jerrys over here. See some barrels over there. Yeah, I don't want to get too near them if things get interesting. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Mehr sehe ich nix. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Guck mal weiter. Gegner, Waffen. Gegner, noch mehr Waffen. Ja. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just gonna piss off and leave me, huh? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them there. Yeah, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to wait, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Und unten sind wir. Fuck this for a game of soldiers. Neues Ziel. Bastard, Mason. Erstmal gucken, was es hier für Waffen gibt. Gib mal her. Nee. Ich nehm die wieder lieber. So. Schleichen wir uns mal hier langsam vor. Aber auch wirklich langsam. Oh. Wer hat uns hier denn schon gesehen? Oh Gott. Der hat uns gesehen. Oh no. Na, das kann ja jetzt lustig werden hier. Vor allen Dingen, weil der Alarm jetzt ausgelöst wurde. Jawohl, wir heilen. Wieder. Nachladen. Oh nein, nur noch 50 Schuss. Gar nicht gut. Können wir den Alarm irgendwie ausschießen? Nein, können wir nicht. Schade. Neue Muni. Und wieder neue Muni. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht die Rakete. Oh. Gut, dann nehmen wir die Waffe. Oh shit. Oh shit. Weg, 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 weg. Huh. Gut, ich kann das Fernglas immer noch nutzen. Wir sollen weiter vorrücken. Woher kommen die Schüsse?
Man weiß es nicht. So, hinter mir! Mensch! Macht euch doch mal besser bemerkbar. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe gucken, was hier drin ist. Nö, ich bleib lieber bei der. Ich muss weiter hier lang. Dann wollen wir mal. Auf nach vorne! Hier geht's hoch. Vielleicht gibt's hier noch einen Berg, wo wir uns nochmal genauer angucken können. Genau das meinte ich hier. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Alter! Das ist übel schnell! Holy shit! Da unten sind Gegner. Weiter aber auch nix. Oder hier oben? Nein. Da unten ist nur Licht. Ich würde jetzt nicht von hier vorne rein spazieren. Weil das wäre zu auffällig. Oh, da ist noch ein Gegner. Ah, nee, die verteilen sich jetzt. Okay. Gut zu wissen. Dann legen wir das mal wieder weg. Und schleichen uns hier an der Seite langsam vor. Okay. Schöne Effekte sind hier. Gut, das hat keiner gehört. Oh, da ist ein Geschütz. Geil. Kommen wir da jetzt hin? So schnell wie es geht. Da sieht uns da jemand. Nein, uns sieht niemand. Okay, doch. Gut, wir sind weg. Oh nein! Egal. Gehen wir halt wieder hier mit Gewalt rein. Das ist schon vor Angst eingestürzt hier. Zum Glück sind die hier weit hinten. Alter, wie viele denn jetzt noch kommen hier? Und gleich ist unsere Waffe leer. Wow. 5 Schuss. Ist auch so viel. Ich wollte gerade sagen, für ihn hat es gerade noch so gereicht. Aber leider doch nicht. Oh Gott. Was schießen die denn? Dann benutze ich mal das hier. Bam. Jetzt habt ihr nichts mehr zu lachen, oder? Okay. Da kamen sie von hinten anscheinend einer oder so. Erster Fail im zweiten Part. Super. Erstmal wieder gucken hier mit unseren Fernrohr. Wenn der da stehen bleibt, dann können wir ihn uns doch locker krallen. Oh Gott, jetzt sieht uns schon wieder jemand. Hier ist niemand. Braucht gar nicht erst gucken. Hier ist ganz und gar niemand. Oh. Der sieht uns. Kann ich mal wieder zurückkriechen? Danke. Ja, komm bloß näher.
Komm am besten hier ins Gras rein. Ja klar! Ja klar! Ich hab gedacht, der kommt jetzt hoch zu mir. Aber nein. Wollte er anscheinend nicht. Mensch, nicht mal mit einem Gegner hier werde ich fertig. Ist ja unerhört. So. Wir gehen jetzt hier mal langsamer vor. Die Hilfe kommt bestimmt von hier. Aber ich wage es trotzdem. Ich gehe trotzdem ans Geschütz. So. Ja, wir wissen ja, dass hier hinten sehr viele Gegner sind. Und die jetzt hoffentlich alle platt sind. So, wir gucken uns mal um. Oder kommt keiner? Noch nicht. Ich höre da welche. Laufen wir hier rum. Ab ins Zelt. Hier ist eine Truhe, aber die können wir leider nicht öffnen. Oh, da ist einer! Gerade noch so schnell genug gesehen. Neue Muni ist immer gut. Mal schauen, wo sie hier noch lauern. Sollen uns einen Zugang verschaffen. Dann tun wir das einmal. So. Da sind noch viel mehr Gegner als gedacht. Eieieiei. Oh no. Der Flugplatz hier ist größer als gedacht. Aber der muss doch jetzt mal kommen, oder nicht? Wenigstens einen möchte ich mal hier messern. Wäre sonst schade, wenn das nicht passieren könnte. Ich finde das sehr schön, wie die Symbole bei denen auf dem Kopf erscheinen. Dieses Kreuz für halt Medic, für den Sanitäter. Die drei Kugeln, also die drei Munitionskugeln für den Versorger. Und für den Sturmsoldaten habe ich auch gesehen. Ja, genau, da hinten das Teil. So. Ich schieße jetzt einfach mal drauf los. So. Sollen uns ja den Zugang verschaffen. Egal wie. Zack, der ist auch weg. Hoffentlich wird jetzt kein Alarm betätigt. So, da kommt er. Oh. Er schreit. Er schreit um Hilfe. Ich treffe ihn einfach nicht. Oh, da kommt Verstärkung. So. Oh shit. Granate. So. Oh nein. Wir haben auch welche. Aber verfehlt. Mach doch nicht das mit dem Fernrohr. Geh von dieser Welt. Oh nein. Oh Gott. Was haben die denn da gerufen? Irgend so ein Luftschlag. Oh. Wie komme ich da jetzt rein?
Oh Gott, da ist ein Gegner. Oh nein, Flammenwerfer. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, 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 nein. Nicht das zweite Mal sterben. Alter. Huiuiuiui. Immer noch kein Munition für die Waffe. Schade. Aber hier kann ich mir eine neue holen. Oh nein. Der Alarm wurde ausgelöst. Jawohl. Munition ist da. Genau richtig kommt die Munition. Wow. Da ist ein Fahrzeug, ein gegnerisches. Weiter vorrennen hier. Und Deckung. Von Deckung zu Deckung jetzt rennen. Alter. Huiuiuiui. Zurück, zurück, zurück. Ist der denn? Da oben. Alles klar. Aber da komme ich leider nicht mit meiner Waffe hin, oder? Doch, ich treffe ihn. Aber er trifft mich besser. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warten. Und jetzt. Lauf, 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 lauf. Da ist leider zu. Das Fahrzeug lassen wir mal in Ruhe. Ja, benutzen wir mal die Waffe. Oder? Ja. Machen wir das mal. So wie es aussieht, sind hier keine Gegner mehr. Aber wir haben den Zugang gefunden. Los, rein da! That's what we're looking for. Dran! She's not gonna believe the blast from this beauty. Time to get out of here. So, wir sollen jetzt Manson treffen. Dann tun wir das. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? You can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage.